Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Wir haben ja hier noch eine Quest, die wir aus Nagrand bekommen haben, bei der wir dann verschiedene Elite-Mobs töten mussten. Danach wurden wir zu Levicus, hieß der glaube ich, oder Lexivus, irgendwie so, geschickt, der am Ring des Todes sich befunden hat. Am Ring der Beobachtung, nicht am Ring des Todes, am Ring der Beobachtung, nämlich südlich unserer jetzigen Position. Und jetzt müssen wir in die Aurenei-Krypta, um Exarch Maladar zu besiegen. Das ist eine 67er-Quest, deswegen kann man hier auf dem normalen Schwierigkeitsgrad rein. Ich habe allerdings so lange jetzt mit der Quest quasi gewartet, bis ich wieder die Daily hatte. Daily HC Quest, wo wir den Exarchen ebenfalls besiegen sollen. Und jetzt habe ich erstmal bei dem Hexer geguckt, was der für ein Gear anhat, weil der über 10.000 Lebenspunkte hat. Das ist ganz schön viel. Okay, er ist voll gebufft. Das könnte Grund auch dafür sein. Okay, das heißt, wir befinden uns hier am Ring der Beobachtung. Gehen jetzt in die Aurenei-Krypta auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad und werden den Prinz Maladar am Ende besiegen. Oder Exarch Maladar heißt er ja. Ja, auf heroisch wisst ihr ja, ist die Aurenei-Krypta, wie eigentlich jede der Instanzen in den Wäldern von Terokar, also jede der vier Instanzen, nicht gerade ein Vergnügen. Ich denke aber, dass wir hier eine ganz gute Gruppe haben. Zwei Hexer, ein Heilschaman und ein Kriegertank sind mit mir in der Gruppe jetzt. Und dann können wir doch gleich mal loslegen. GS wird noch gestellt. Ich hatte gerade noch geguckt, weil der Tank auf einmal 4000 Leben weniger hatte. Der hatte noch zwei Schwerter an. Anstatt ein Schild, das hat er jetzt umgezogen und jetzt kann es auch losgehen. Er geht diesmal die linke Seite. Man kann sowohl links als auch rechts die Seite clearen. Durch die Mitte sollte man gegebenenfalls nicht so gehen. Und dann kommt jetzt eigentlich schon fast der schwierigste Teil der gesamten Instanz, nämlich hier dieser Anfangsraum, wo man ja meistens noch so ein bisschen übermütig ist und sagt, ja, komm, Anfang, die Instanz, wir waren schon ein paar Mal hier drin, easy peasy und los geht's. Dann bekommt man hier direkt die Leviten gelesen quasi. Und steuert dann 180 Grad um und ist erstmal übervorsichtig. Kann ich noch nicht wirken? Ah, hier scheint es erstmal ganz gut zu gehen. Er greift die Mobs einzeln an, pullt nicht so viel. Und dann schauen wir doch mal, wie wir so zurechtkommen. So, jetzt geht es erstmal ein Stück zurück. Und wie gesagt, wichtig bei dem Trash immer auf die Non-Elite gehen, weil das sind die eigentlichen ja, bösen Mobs hier bei diesen Gruppen, weil die eben die Elite-Mobs heilen, weil die teilweise jemanden übernehmen können, randommäßig auch noch casten und sonstige Sachen anrichten, also die auf jeden Fall fokussen und danach kann man sich der Elite-Mobs zuwenden. So, wie gesagt, hier geht es jetzt links rum. Können wir uns die zwei in der Mitte auch sparen. Problematik ist jetzt hier bei denen, wenn man links rum geht, hat man nicht so ein richtiges Line of Sight zu den Zweien. Rechts rum kann man sich halt hinter den
Nee, da kann man die beiden sogar auslassen, weil man dann welche oben am Berg mitmacht. So, los geht's. Und da hat es einen Tank dahin gerissen. Da kam nämlich noch eine dazu. Und da ging das auf einmal ganz schnell. So, nix wie raus. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir vor dem Mobs stehen und gebufft sind. Ja, so schnell kann es gehen. Okay, ein paar hat es noch mit umgerissen. Wir hatten zwischendurch mal noch ein Vibe, wo einer aus Versehen gepult hatte. Das habe ich jetzt mal mit rausgelassen. Im Endeffekt geht es ja erstmal auch nur um die Quest. Die Instanz kennt ihr ja großenteils. Wir nehmen sie trotzdem dann nahezu komplett mit. Sind jetzt ein Stück weiter vorne im ersten Raum. Die können wir jetzt alle auslassen. Machen die zwei Seelenpriesterin hier vorne noch. Und sobald der Tank angetankt hat, switche ich dann auf die Non-Elite. Ja, ihr seht hier, der eine heilt auch. Jetzt kann er nicht mehr heilen. Oh, eine random Brust, alles klar. Auch mal was Feines gedroppt. In meisten Fällen sind die blauen Items aber nur noch ein paar Splitter. Mehr ist da nicht zu holen. So, los geht's, nächste Gruppe. Jetzt hat der eine unseren Tank übernommen. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Jetzt hauen nämlich die zwei Elite und unser Tank auf uns drauf. So, Erdelementar spottet jetzt mal so ein bisschen. Die Übernahme ist aber recht lang. So, jetzt haben wir die down, aber unser Tank ist immer noch übernommen. Wahrscheinlich müssen wir auf ihn draufhauen. Aber ich will zumindest die Seelenpriesterin noch richtig töten hier, dass wir den Schaden erstmal wegkriegen. So, und jetzt kann ich auch auf dem Tank noch ein bisschen draufhauen. Kann ich noch nicht wirken? Ich kann das nicht. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Was eine ekelhafte Gruppe. Gut, kurzer Cut und gleich sind wir wieder in voller Blüte da. So, und da geht's weiter. Ab jetzt wird die Instanz einfacher. Also die schweren Gruppen sind eigentlich jetzt besiegt soweit. Und jetzt haben wir nicht mehr die ganz harten Gruppen, obwohl unser Tank schon wieder gestorben ist. Ich habe zumindest versucht, hier noch so viel es geht umzubringen. Die Hexer tanken, weil die Aggro haben, da kann ich ordentlich Schaden machen. Okay. Tank sollte gleich wieder leben und dann sehen wir uns oben an der Treppe wieder. Ja, das ist ein ganz schönes Vibe-Fiasko. Bis gleich. So, weiter geht's. Die Treppe hoch und dann den Gang hinten entlang.
So, mal sehen, da sollte, glaube ich, gleich eine Patt rauskommen. Oder geht die gar nicht so weit? Ja, da kommt sie doch. So, los geht's. Ich habe schon direkt wieder Aggro gezogen, aber jetzt einmal totstellen, jetzt dürfte der Tank alle haben. Und dann können wir ordentlich Schaden fahren. Das lädt immer noch auf. Okay, sehr schön. So, Tank greift jetzt gleich auch diese Phasensoldatin an, nicht dass sie dann wieder in den Kampf reinkommt, während wir hier die andere Gruppe machen und so. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Gut. Letzter Raum vor dem Bossraum. Dann hauen wir noch eine Eiskältefalle mit hin. Wenn es gewünscht ist, machen wir das da einfach. Ja, guckt euch den Totenkopf an, wie der vorbeigesneakt ist auf der Eisfalle. Aber einen hat es erwischt von den Mobs. So, nächster Non-Elite. Jetzt tun wir die uns um die zwei Elite noch schnell kümmern. Und da müsste jetzt auch die Eisfalle wieder rauskommen. Wieso konnte der eigentlich in meiner Eisfalle trotzdem weiter casten? Das hat mich ein bisschen gewundert. Hat das hinten gesehen? Der war in der Eisfalle drin, hat gecastet. Oder stand da ein anderer Mob in der Eisfalle und hat gecastet? Das würde ich eher glauben. Aber es sah so aus, als hätte ein Mob in der Eisfalle einen Cast gemacht. Naja. So, jetzt kommen wir zur schönen Brücke. Der Tank möchte gern, dass wir die Mobs, wenn wir sie hochziehen, hier in dem Raum, dann vieren. Ich werde gleich noch eine Frostfalle mit hinlegen. Und dann schauen wir das uns doch mal an. Der rennt einfach wieder drüber. Der rennt dran vorbei. Hier ist einer reingerannt. Ach, das ist schon komisch, ne? Wie Totenkopf einfach oben drüber rennt. Voll die Falle ignoriert. Direkt reingetreten. Nichts passiert. So, die drei Non-Elite haben wir. Das lädt immer noch auf. Jetzt können wir schon den ersten Elite mitmachen. Der zweite rennt hier irgendwo gefiert rum. Jetzt kommt die Frostfalle raus. Dann nehmen wir uns die doch gleich mal vor. Ah, hier kommt der andere Verteidiger wieder. Und da kriegt er gleich nochmal einen 4 ab. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Wo ist jetzt der? Da ist er. Rennt noch so ein bisschen durch die Gegend. Das lädt immer noch auf. Und da haben wir die Dreiergruppe doch schön gespielt. Gut. Dann würde ich sagen, wir können so langsam über die Brücke gehen.
Ich brauche ein Ziel. Ach, da hinten war noch ein Mob, den habe ich gar nicht registriert. Okay. Ja, denkt dran, über der Brücke, oder auf der Brücke besser gesagt, spawnen diese Seelen. Entweder schnell fokussen, jetzt sind wir in Fight, ne? Oder halt einfach weg von denen. Nicht, dass die euch von der Brücke schubst. Ich brauche ein Ziel. So, mal sehen, wo sie auftauchen. Da ist noch eine. Hier haben wir eine. Die kriegen wir sogar vorher gekillt. So, und da ist noch eine. Okay. Gut, das müssten eigentlich alle sein. Jetzt haben wir hier noch diese Zweiergruppe. Ja, und da links spawnt halt nur gerade so ein. Die rennen wieder über meine Falle drüber. Na, hackt's mich denn? Zwei sind über die Falle drüber gerannt. Einer da dann daran vorbei. So. So einen neutralen Mob haben wir jetzt leider auch mitgeedet. Aber die Non-Elite-Mobs sind schon mal down. Das heißt, jetzt sind es nur noch diese beiden Melees. Das sollte kein Problem darstellen. Gut. Erster Boss. Er kennt ihn und seine Aura. Bis hierhin wirkt sie. Zauberzeiterhöhung. Tangiert uns als Jäger halt gar nicht. Und der Tank ist dran. So, los geht's. Jetzt habe ich meine ganzen Cooldowns wieder reaktiviert. Viel zu schnell. Eieiei. Na gut. Werden's, denke ich, auch schon so schaffen. So, raus aus dem Feuer. So, schön. Jetzt werden wir angezogen. Schnell wieder weg. Leider gestorben, aber der Boss hat nur noch 40% Leben. Das sollte jetzt kein Problem darstellen. Allerdings bekommt der Tank keine Heilung so richtig mehr ab. Das könnte noch ein Problem darstellen. Aber wir haben es noch geschafft, auch wenn der Tank gestorben ist. Okay. Gut, dann einmal ums Eck und die Skelette machen. Vorher haben wir aber hier noch so eine Gruppe aus zwei Gegnern. Ach, diesmal ist er immun. Jetzt wird nicht mehr gecheatet, indem er einfach drüber weggelaufen wird. Diesmal wird gleich gesagt, okay, dann machen wir ihn halt immun. Fällt es nicht so auf. Ich muss zuerst etwas anfangen. Kann ich noch nicht wirken.
wohl kein Problem. So, da ist der Skelettraum. Die sind ein bisschen entspannter. Die hauen nicht so stark zu. Werden wir mal uns durch den Raum durchkämpfen. Drei solche Skelettgruppen. Schauen wir mal. Die können übrigens nicht über die Falle drüber laufen, die werden sofort gefrostet. Sind bestimmt zu schwer, die haben schwere Knochen. Kommt der neutrale Mob wieder dazu, wurde direkt geaddet. Ach, ein Hexer macht gar nicht mit hier, deswegen dauert es so lange. Ich wollte schon sagen, die Gruppe dauert aber echt lang. Aber da hat ein Hexer gar keinen Schaden gemacht. Weiter geht's. Ja, man kann sogar die rechte Gruppe hier auslassen, wenn man die links intelligent pullt. Toll, hat wieder irgendjemand mein Eisblock rausgehauen. Weil von allein kommt er jetzt nicht so schnell da raus. Naja, müssen wir die Mobs halt jetzt so machen. Oh toll, jetzt sind die nicht im Sichtfeld. Schon wieder Akku. Ich brauche ein Ziel. Okay. So, wir können jetzt hier links uns schön vorbei sneaken. Muss man ja nicht unbedingt mitmachen, die Mobs, ne, kostet nur Zeit. Ah, der Tank tankt sich gleich hier vorne, ne? Da brauche ich dann auch keine Frostfalle setzen. So, und dann geht's doch schon in den letzten Raum. Und dann auch der Endboss zu finden ist. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen.
So, Tankpult gleich mal zusammen. Ich lege meine Falle hin. Und dann dürfte er gleich Akku von allen ordentlich haben. Und jetzt seht ihr gleich. Habt ihr das gesehen, wie lange ich jetzt mit Falle, Salve und Multischuss gebraucht habe, um über 20.000, 25.000 Damage zu machen? Und da war ich ganz oben in der Damage-Liste. Und dann habt ihr gesehen, wie, oder gehört, wie es einmal die Saat explodiert ist vom Hexer und bumm, war er auf Platz 1. Was soll man da als Hunter machen, ne? Kannst halt nur zugucken. Ich will auch sowas haben, so einen Schlangenbiss-AOE oder irgend sowas, ne? Ist dann... Salve machen, wird Schlangenbiss auf alle Ziele verteilt oder irgend solche Sachen. Das wäre doch mal was Feines. Dann tue ich lieber hier meine Eiskältefalle drauf. Die verlangsamt die Mobs, dann können die Hexer ordentlich reinbomben, weil die Mobs sie später erreichen. Und ich muss mich da gar nicht anstrengen. Warum auch? Die Hexer bomben doch eh alles weg. Da macht es dann keinen Unterschied, ob ich dann noch hier großartig Damage drücke. Bei den Mobs ist es egal. So. Drei Krüppchen noch und dann kommt ein Boss. So, nächste Gruppe. Eiskältefalle sitzt. Ihr seht, wie die Saaten reingehen. Jetzt dauert es ein bisschen und dann explodieren sie, ne? 7000 DPS. Und bumm. Ja. Machst du nix, ne? Mit Mage zusammen unschlagbar im Bomben. Wird das sagen, vom reinen Bomben her Hexer und Mage ungefähr auf einer Linie. Ich könnte jetzt nicht sagen, wer stärker ist. Manchmal ist es der Hexer, manchmal ist es der Mage. Und dahinter wäre wahrscheinlich sogar schon Paladin-Tank mit Ele-Schamane. Würde ich jetzt vermuten. Bei der Eule weiß ich gar nicht so genau, wie viel AOE Damage die macht. Man hat so selten Eulen hier. Also ich glaube, ich bin noch nicht einer einzigen Eule im in einer 5-Mann-Instanz begegnet. Spielt irgendwie keiner. Noch die Nachwirkungen von Classic, wo niemand Eule benötigt. So, die Saaten fliegen wieder und gleich macht's bumm. Jetzt explodieren sie. Dann fällt einfach alles um. Okay. So, Exarch Maladar. Ihr wisst, ihn schnell umhauen, dann kommt noch sein Abbild. Das umhauen. Ein paar kleine Abbilder von euch selber Beschwörter, die auch umhauen. Einfach alles umhauen. Der ist wirklich, ja, kein besonders harter Gegner, wenn man einmal den Trash überlebt hat. Und dann kann es losgehen. Single Target dreht das Ganze sich allerdings wieder ein bisschen um. Hexer sind da trotzdem noch ziemlich gut. Vor allen Dingen, wenn man Schattenblitz die ganze Zeit spammen kann. Aber ich bin als Jäger da wesentlich näher dran. So, da hat schon einer gelootet. Ich
schnell wegklicken, dass wir hier auch noch was sehen. Kann ich noch nicht wirken. Die Axt gucken wir uns dann mal in Ruhe an. Ja, dann habe ich fast so viel Schaden gemacht wie der eine Jäger und den anderen, dann haben wir etwas hinter uns gelassen. Okay, wir haben Malador erledigt, die Daily Quest auch gleich noch mitgemacht. Jetzt machen wir hier noch einen kurzen Cut und werden uns dann mal angucken. Oh, es macht eine Nahrung hier. Okay. Werden uns dann mal das kleine RP angucken, wenn wir wieder außerhalb der Instanz sind. Bis gleich. So, wir sind wieder außerhalb der Instanz, beziehungsweise noch im Ladebildschirm. Der sollte aber gleich verschwinden. Und dann geben wir die Quest doch hier mal ab. Können uns... Oh, schöne Brust für einen Droiden. Tank. Ja, holen wir uns wieder das, was am meisten Gold gibt, in dem Fall Platte. Und dann sehen wir das hier. Hier hausen sind nämlich der Großvater und das Kind. Und der Exarch Malador, der als Gegner in der Instanz ist, ist eigentlich der Vater des Kindes, beziehungsweise der Sohn des Großvaters. Und der wurde von der Dunkelheit korrumpiert und ist dann halt von uns getötet worden. Und der Geist spricht eben jetzt zu seinen Verwandten und entschuldigt sich dafür. Okay, das war's zu der Quest. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir ja irgendwann im Sharegrad dann auch anfangen werden, weil das war jetzt wirklich, kann man sagen, die letzte Quest, die wir aus Nakrand jetzt bezogen haben. Zwar in den Wäldern von Terrorkart dann zu Ende gemacht, aber Nakrand hat es ja begonnen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao!